So, also, grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum Daily Vlog. Mit einer Hand ist es noch relativ schwierig. Mit der Motorsage halbiert und dann haben wir es ein bisschen mit Heißlim, haben wir die Löcher von diesen wunderschönen Holzwürmlöcher haben wir ein bisschen gestopft. Eine Seite habe ich grob gelassen, das heisst, da habe ich gar nichts gemacht. Dann eben schleifen, Kantenschleifen mit der groben Schleifmaschine, dann mit der Feinschliff machen. Das ist ganz wichtig, dann ganz gut abputzen und dann zuletzt noch mit Speiseöl einreiben. Ein bisschen trocknen lassen und jetzt ist das schon parat. So, dann habe ich jetzt ganz schöne zwei neue Chopping Boards. Chopping Boards sind Schneidebretter, kann man auch etwas servieren drauf, passt ideal und ist super cool gemacht. Ist relativ schnell fertig, kein Problem, wir können es dann noch das zweite Mal einölen. Das wäre es auch schon gewesen, danke fürs Zuschauen und bis gleich, danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell? Merci vielmals, danke schön, tschüss.